Hallo, ich bin die Monika Drax, bin Müllermeisterin und leite hier seit über 20 Jahren in Hochhaus die Mühle. Also die Mühle gibt es schon seit 1534 und dann ist, sage ich mal, um 1900 aber die Mühle abgebrannt, wurde neu aufgebaut und der damalige Besitzer konnte das nicht mehr halten. Und dann hat mein Urgroßvater dieses Gelände gekauft mit Mühle und Sägewerk 1912 und ich betreibe das jetzt in der vierten Generation weiter. Ich habe ehrlich gesagt als Kind schon immer unheimlich gern einfach in der Mühle irgendwie mitgearbeitet, Mehlpäckchen abgefüllt, beim Saubermachen geholfen. Und ich meine, die Mühle war ja dann irgendwie auch so als Kind ein totaler Spielplatz für uns. Und von daher, ich glaube, man hat das dann schon so ein bisschen mit der Muttermilch aufgesogen. Und das war für mich dann schon ganz klar, dass ich hier die Müllerin werde. Wir sind mittlerweile über 30 Leute hier. Und die meisten sind jetzt Teilzeit angestellt. Man muss dazu sagen, wir haben ganz viele Hausfrauen, die eben hier noch eine Nebentätigkeit einfach ausführen, die hauptsächlich dann vormittags mit im Geschäft sind und im Laden mithelfen, Online-Shop und natürlich die ganzen Damen, die in der Abpackerei sind. Wir verarbeiten ja schon seit über 20 Jahren Biogetreide. Das kam, sage ich mal, hauptsächlich dazu, dass einfach immer mehr Kunden einfach nach Bio nachgefragt haben und dann haben wir uns dementsprechend dann entschieden, einfach Bio auch herzustellen. Biogetreide lässt sich schon anders vermahlen als wie konventionelles Getreide. Es ist so, weil es einfach auch anders da gewachsen ist. Also Biogetreide ist schon anders da auf der Mühle zu verarbeiten dann, ist schon ein Unterschied dann. Also man merkt zum Beispiel einfach beim Weizen, der lässt sich anders da verarbeiten. Das heißt, das ist einfach so, bei der Mahleinstellung, der Bio-Weizen lässt sich viel, viel besser vermahlen. Da löst sich die Klei, sage ich mal, wenn man helles Mehl jetzt produzieren möchte, die Klei löst sich viel besser einfach vom Mehlkern und man kann, sage ich mal, generell einfach das Korn, das lässt sich irgendwie einfach viel sanfter vermahlen dann. Also wir arbeiten, sage ich mal, immer schon sehr, sehr regional. Das heißt, der Bezug vom ganzen Getreide stammt eben zu 100% aus der Region. Und die Zertifizierungen, die sind ja standardmäßig dann. Also wir sind ja bei Tagwerk auch Mitglied. Also das heißt, wir sind ja auch eine regionale Biomühle mit Verbandsanschluss. Und es ist generell ja so keine Schwierigkeit, jetzt Bio zu verarbeiten dann. Die Dokumentationen müssen halt einfach richtig geführt werden. Dementsprechend guckt man halt, dass einfach die Landwirte, dass die einfach, sage ich mal, geordnet alles Dokumente anliefern, natürlich mit der dementsprechenden Bioware. Und sonst ist es ja kein Problem, hier Bio zu verarbeiten. Wir werden, sage ich mal, nach den Richtlinien öfters kontrolliert. Also mindestens ein-, zweimal im Jahr. Da kommt dann die Ökokontrollstelle vorbei. Es wird alles genauestens überprüft, Wareneingang, Warenausgang, dementsprechend die ganzen Dokumente nochmal durchsichtet. Und wir haben dann auch so Querchecks, dass einfach, sage ich mal, von heute auf morgen einfach jemand dasteht und sagt, nee, wir wollen jetzt einfach mal nachschauen. Bitte zeigt uns eure Aufzeichnungen. Da werden im Endeffekt auch Lagerbestände überprüft. Es werden auch Proben genommen, die dann wieder analysiert. Also da werden wir wirklich so von allen Seiten kontrolliert. Wir kennen alle Landwirte, die kennen wir persönlich, die mit uns zusammenarbeiten. Also viele auch schon über wirklich Jahrzehnte. Wir legen da wirklich auch Wert drauf, einfach auf gute, langjährige Zusammenarbeit. Da kann man sich halt einfach besser austauschen. Wir haben ja vor Jahren schon die Tagwerk-Liefergemeinschaft gegründet. Da werden, sage ich mal, die Preise mit den Landwirten abgesprochen. Also das ist halt einfach eine Grundbasis einfach auf fairer Seite. Und wir versuchen natürlich nach vorne diese Preise auch weiterzugeben. Es gibt ja auch einige Tagwerkbäckereien, die von uns Mehl beziehen und die schätzen auf jeden Fall, sage ich mal, diese Regionalität, diesen Herkunftsnachweis. Das ist natürlich klar, dass wir jetzt nicht das allerbilligste Mehl einfach herstellen können, aber ich denke mal, aufgrund eben, dass man sagen kann, wir können den Ursprung garantieren,
Und auch unter anderem, dass wir können einfach auch ganz andere Qualitäten herstellen. Also ich möchte jetzt schon vielleicht noch dazu sagen, dass einfach unser Mehl qualitativ mit Sicherheit oftmals hochwertiger ist, als wie es oft woanders angeboten wird. Und man möchte ja auch was bewegen hier für die Region. Einfach um das Ökologische und um den ganzen Bioanbau nach vorne zu bringen. Also wir versuchen jetzt bei den Urgetreidesorten natürlich schon Sorten auch auszuwählen, wo man halt irgendwo auch was Besonderes an die Leute auch irgendwie weitergeben kann. Zum Beispiel mit dem Rotkornweizen. Das ist wirklich ein roter Weizen, der natürlich geschmacklich total in Richtung Nussig-Haselnüsse geht, wo man sagt, da kann man unheimlich tolle, rustikale, kräftige Brote damit backen. Und genauso wie mit dem Champagnerrocken, das ist eine alte Rockensorte, die wirklich aus der Champagne stammt, die aber eigentlich sagen wir, vor über 100 Jahren bei uns dann eher mehr im Brandenburgischen kultiviert worden ist und irgendwann hat es das mal nach Südbayern geschafft. Und das ist eigentlich schon, sage ich mal, einfach wie eine Erhaltungssorte. Und wenn man zum Beispiel mit dem Champagnerrocken backt, ist natürlich der Vorteil, dass man die Sauerteige, die werden total mild, auch die Brote. Also es ist fast schon, wo ich sage, man kann das ein bisschen gleichsetzen, auch mit dem Getränk dann, dass man sagt, das ist einfach was Besonderes, es hat wirklich einen ganz feinen Geschmack. Uns ist es auch irgendwie wichtig, das irgendwie den Leuten auch irgendwie zu kommunizieren. Nee, schaut mal her, es gibt im Endeffekt so viele tolle andere Getreidesorten noch, die man wunderbar verarbeiten kann, ob sei es mit Backen oder Kochen. Die Leute sind da wirklich sehr aufgeschlossen für Neues und wollen da gerne mal was ausprobieren und merken das ja auch, dass man sagt, nee, es schmeckt total super, ach, das vertrage ich total gut. Also das ist schon immer so eine kleine spannende Reise. Aber wir lieben einfach die Herausforderungen.